Hallo, liebe Freunde! Ich freue mich sehr, dass ihr an diesem Vormittag die Zeit gefunden habt, mit mir gemeinsam zu tanzen. Und umso mehr freue ich mich, dass das Arjowitsch-Haus eine wunderschöne Möglichkeit gefunden hat, selbst zu dieser schweren Zeit für uns, die gerade vorherrscht, gemeinsam zu tanzen, gemeinsam was zu unternehmen. Und ich, Natalie Iwasow, möchte mit euch heute einen Tanz lernen, der für jedes Alter geeignet ist. Für Kinder, für Jugendliche, für junge Erwachsene, aber auch für Senioren ist der Tanz sehr empfehlenswert. Also, lasst uns gemeinsam tanzen. Ich lade euch ein. Los geht's! Der Tanz, den wir heute lernen, heißt Ten Liet Hayom Hazel. Übersetzt heißt es so viel wie Gib mir diesen Tag. Er besteht aus zwei Teilen, insgesamt vier Elemente, und in jedem Teil sind es jeweils zwei Elemente. Wir beginnen den ersten Teil zu lernen und das erste Element. Der rechte Fuß ist frei und wir gehen vier Schritte zurück. Ganz normale vier Schritte. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 und vier Schritte nach vorne. 1, 2, 3, 4. Das ist das erste Element. Machen wir das nochmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun haben wir das zweite Element im ersten Teil. Wir öffnen und schließen. Öffne und schließ, öffne und schließ. Bei jedem Schließen haben wir einen Klatscher. Öffne und schließ, öffne und schließ. Schließ mit Klatscher. Es gibt allerdings drei Varianten dieses Elements. Die erste haben wir gerade gemacht. Öffne und schließ, öffne und schließ, öffne und schließ, öffne und schließ. Die zweite Variante ist mit einem Tipp. Einfach mit der Zehenspitze den Boden berühren. Öffne und tipp, öffne und tipp, öffne und tipp. Öffne und tipp. Die dritte Variante ist so ähnlich wie die zweite, allerdings mit einer kleinen Drehung, so ein bisschen diagonal. Ich zeige euch das. Öffne und tipp, öffne und tipp, öffne und tipp, öffne und tipp. Jeder persönlich kann für sich entscheiden, welche der drei Varianten ihm besser gefällt. Und alle drei Varianten kann man zulassen. Deshalb fühlt euch frei, selbst zu entscheiden, welches der drei Varianten euch besser gefällt. Das war der ganze erste Teil. Lasst uns mal den ganzen ersten Teil zusammenfügen. 5, 6, 7, 8. Vier Schritte zurück. 3, 4. Vier Schritte vor. 7, 8. Öffne und schließ, öffne und schließ, öffne und schließ, öffne und schließ. Vier Schritte zurück. 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4. Das war der erste Teil des Tanzes. Der zweite Teil beginnt mit einem neuen Element, Element Nummer 3. Dafür brauchen wir ein Standbein. Ein Bein, was sich so anfühlt wie festgenagelt. Das bleibt einfach stehen und macht nichts. Und zwar ist das als erstes das linke Bein. Rechts ist dafür frei und wir strecken das Bein und berühren mit den Zehenspitzen den Boden. Die Arme gehen dabei mit. Erstmal, was macht das Bein? Strecken, zurück. Die Arme gehen beim Strecken auf
und gehen beim Zumachen auch wieder zu. Also, das sieht folgendermaßen aus, wenn man das zusammenfügt. 1 und 2, 3 und 4. Das gleiche machen wir jetzt mit links. Öffne und schließ, öffne und schließ. Und das letzte Element in dem Tanz, im zweiten Teil, wir beugen 1 und hoch die Arme, 2 und hoch die Arme. Ich drehe mich kurz mit linker Schulter, damit ihr seht, wie wir uns beugen. Beugen und hoch, beugen und hoch. Okay? Wir fügen mal alle beiden Elemente zusammen zum dem gesamten zweiten Teil. 5, 6, 7, 8. Rechts und rechts und links und links. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Danach fängt der ganze Tanz von vorne an. Jeder Teil wird zweimal getanzt und es gibt insgesamt 4 volle Durchgänge und einen halben, wo wir nur den ersten Teil tanzen und danach kommt eine kleine Finale. Und die geht folgendermaßen. Wir enden ja den ersten Teil mit den Klatschern. 1 und 2, 3 und 4 und Achtung, wir gehen jetzt runter und unsere Arme gehen hoch mit dem Körper. Und wenn wir ganz oben angekommen sind, winken wir, bis die Musik irgendwann aufhört. Lasst uns mal den gesamten Tanz probieren, trocken, als ob wir den vierten Durchgang machen und die kleine Hälfte vom ersten Teil. In Ordnung? Als ob wir zum Finale langsam ankommen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öffne und schließ. Öffne und schließ. Öffne und schließ. Öffne und schließ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öffne und schließ. Öffne und schließ. Öffne und schließ. Öffne und schließ. Rechts und rechts und links, beuge und hoch, beuge und hoch, wiederholt, rechts und links und Knie und hoch, Knie, erster Teil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts und links und nach rechts und nach links. Wiederholt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtung und 2. Gleich kommt das Finale. Arm, bam, Arme gehen hoch und winken. Das ist das Finale, bis die Musik stehen bleibt. Und das ist der gesamte Tanz. Ten liet hayom hase. Gib mir diesen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich bereits auf das nächste Mal. Viel Spaß beim Tanzen und bis bald. Tschüss.